VSF hat Falschlösser zertifiziert. Und Sieger bei 16 getesteten Schlössern ist die Firma Abus aus Wetter an der Ruhr. Weltmarktführer in Sicherheitstechnik. Bei mir ist Thorsten Mendel. Der soll uns jetzt mal einige Sachen zu diesen Falschschlössern sagen. Thorsten, wozu brauche ich so ein Falschschloss? Was ist der große Vorteil? Der große Vorteil ist, das Falschschloss generell verbindet zwei Attribute von verschiedenen Schlössern. Wir haben einmal stabile Stahlstreben, eben diese Stäbe, die angelehnt sind an das Bügelschloss, wo ich auch einen geschlossenen Stahlbügel habe. Und über die Gelenke bekomme ich eine Flexibilität hin, wie ich es sonst nur von Panzerkabeln oder von Ketten kenne. Der Sinn ist, ich öffne es oben und schließe es dann natürlich Rahmen an beispielsweise Laternenfall oder dergleichen. Ganz genau. Okay. Ihr teilt die Schlösser in bestimmte Sicherheitsstufen ein. Wir teilen die Schlösser in bestimmte verschiedene Sicherheitsstufen ein. Genau, die Skalierung geht bis 15. 15 ist unser höchstes Sicherheitslevel. Wir liegen bei dem Schloss hier im Bereich 10, also im mittleren Level. Und bei dem Granit X Plus Bordeaux im Bereich 15, also im Top-Sicherheitslevel-Bereich. Top-Sicherheitslevel, das bedeutet, da ist man auch als Dieb eine ganze Weile dran, um sowas entsprechend zu öffnen. Da ist man als Dieb eine ganze Weile dran und da müsste der Dieb das Schloss schon mit in die Werkstatt nehmen, um damit wirklich schwerem Gerät anzugehen. Der große Vorteil Falschschlösser, eben die kompakte Bauweise. Ganz und genau. Was besonders schön ist, es wird dann über eine solche Tasche am Fahrrad befestigt. Genau. Und ich habe nicht das Problem, dass ich oftmals wie bei anderen Schlössern gar keine Verstaumöglichkeit habe, sondern das kann ich schön klein zusammenpacken. Und es ist eine Gummiummantelung drum, das heißt, der Rahmen wird auch geschützt. Thorsten, preislich, wo liegen wir da? Preislich liegen wir bei dem Schloss ungefähr je nach Länge ab 72 Euro. Und das Schloss im Top-Sicherheitsbereich kostet 125 Euro. Es gibt hier eine Karte bei. Genau. CodeCard X Plus. Kannst du dazu was sagen? Also X Plus bezeichnet den Schließzylindertyp, der verbaut ist. Also der Schließzylinder, den wir verbaut haben, ist der hochwertigste Schließzylinder, den wir haben, der X Plus Zylinder. Auf der Karte sehen wir die Codierung des Schließzylinders und über die Karte können wir dem Kunden die Möglichkeit geben, Schlösser nachzubestellen mit gleicher Codierung oder Nachschlüsse zu bestellen. Das würde dann auch beispielsweise für Bügelschlösser funktionieren? Das würde auch für Bügelschlösser funktionieren. Also wenn ich einen Bügelschloss habe mit dem gleichen Schließzylinder oder einen Kettenschloss mit dem gleichen Schließzylinder, kann ich die gleich schließen bestellen mit dem gleichen Schlüssel. Ein Schlüssel für verschiedene Schlösser? Ein Schlüssel, genau. Super, Thorsten, besten Dank. Gerne. Und herzlichen Glückwunsch zu der Zertifizierung vom VSF. Vielen Dank. Danke.